Es ist 11 Uhr vorbei. In Ordnung. Bisschen was mache ich noch. Wir dürfen auf den Wagen. Na, jetzt nicht privat. Jetzt nicht mehr. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen. Aha. Aha. Vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Okay. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht. Danke für die Likes, David. Oder so. Treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Dann los. Hey ho, let's go, Torgal. Alter Knuffbärt. Und dieser ganze Scheiß nur, damit wir da vorbeigehen können. Das ist der letzte Kristall. Der ist riesig, Alter. Verstehe. Gute Nacht, Alex. Meine Hände sind immer in der Hose. Egal, ob eine Decke drüber ist oder nicht. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte. Hier stinkt's nach Hundefurz. Wie ihr wisst, eklig. Stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupgas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Hat jemand Lust, Thumbnails für mich zu erstellen? Wenn wir Ultima nicht aufhalten, das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Aschra. Kam unerwartet jetzt der Sound. Ui, schönes Bild. Wird ein Thumbnail. Was wisst ihr über mein Blut? Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Ich mag die nicht. Leider. Das ist so die Game of Thrones, Bitch. Das ist so unsympathisch. Warum sind die nur immer so, wenn Frauen Macht haben? Verstehe ich nicht. Drehen immer völlig am Rad. Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Ich mag Game of Thrones, aber die benimmt sich halt wie die eine aus Game of Thrones. Und das finde ich unsympathisch. Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Story von Final Fantasy so ähnlich aufbauen. Das nervt mich ein bisschen. Das ist mir zu politisch, ehrlich gesagt. Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Töte sie halt einfach, die ist doch alleine.
Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Stich sie doch einfach ab, Mann. Wer braucht die? Wir hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Ich verstehe das nicht. Einfach abstechen. Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valistea weiß, wer es wirklich ist. Ich meine, der Junge ist doch auch kein Feind. Einfach töten. Blöde Kuh ist auf die Blume gestiegen. Ich hasse sie. Das ist die Mutter vom Clive. Geht gar nicht, oder? Blumen zertreten. Geht, da wäre aber auch sauer. Bahamut! Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sandbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter. Alles nach Ultimas Willen. Das war abgehakt. Vergebt jetzt. Mir. Meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen. Und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, eure Hoheit. Kein normaler Mensch, der außerhalb dieser Tür war, hat dieses Klingeln gehört. Niemals war das laut genug, dass jemand das hört. Unrealistisch! Nichts wünsche ich mir mehr. Ich gehe nur kurz kacken. Viel Spaß, Anna. Guten Rutsch. Lass laufen für Rosetta. Ich hoffe, dir geht das Klopapier nicht aus währenddessen. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich. Die haben sich vorhin geküsst, diesen Schwul. Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet. Was heißt usurpierend? Kenne ich das Wort. Was ist usurpierend? Kenne ich das Wort. Was soll denn das sein? Kristalldominium. Oh, schön, oder? Fast wie bei Let It Go. Hey, was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Der muss draußen schlafen, der Wolf. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Die schlafen jetzt, glaube ich, klar miteinander. Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Markt. Das ist gut, sehr gut. Klopapier ist sehr wichtig, wenn man viel kackt. Aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Jetzt kommt sie. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist ein Stolas? Ja, Torg, Alter, wow, wow.
Was ist, Großer? Passiert irgendwas? Weg hier, schnell! Renn halt weg, Mädchen. Was bleibst du noch so dumm stehen? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Der ist da einfach aufgekupft. What the? Hier lang. Dass der Bubi auch kann, einfach da so hochspringen. Schau, der springt da einfach hoch. Ich muss jetzt Dächer ablaufen, oder wie? Feuer in der Nacht. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Richtig. Das kaiserliche Dragons. Was zur Hölle passiert hier? Na, bum bum, Schakalaka macht's da. Wenn ich's nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, Ifrit greift an, aber ich bin ja Ifrit. Oder es ist die Ding hier. Aber erst suchen wir Götz. Die Mutter der Drachen. Wie auch immer sie gleich. Kalifi oder wie hieß sie? Kalisi. Hoffentlich ist er wohl auf. Da kommt was auf mich zu. Muss das sein? Wie ich ihm mein Schild ins Gesicht drücke. Geh weg. Boah, da kommt was Großes. Gebrochen. Komm zu mir. Jetzt, Torgal. Ach, hat er schon. Es besteht kein Zweifel. Es sind Dragons. Was geschieht hier? Ja, die greifen an. Attackieren, Mann, die attackieren. Muss ich da hoch? Nee, wo muss ich hin? Da. Zu landen. Mandat! Eine Stufe 22 Krabbe.
ist er. Der Glockenturm. Da wohnt Quasimodo drin im Glockenturm. Lastkran. Hallo, Finn. Was treibt dich zu so einer Stunde auf TikTok? Bleib liegen! Ich habe ihn knackig ins Gesicht gemacht. Gut, und selbst, wie geht's dir? Wie ich mich jetzt hier durch die Stadt durchkämpfen darf, da habe ich auch keine Lust drauf. Gib mir doch gleich Bahamut. Was Bahamut wohl für Fähigkeiten hat? Stell dir vor, ich kriege einen Teil seiner Fähigkeiten von Bahamut. Hast du morgen Schule oder hast du schon Ferien? Jetzt, Torgal! Er ist doch schon tot. Neue Gegner. Haludrio im Haludrian. Das war ein Konter, den wollte ich mal ausprobieren. So, die sind schon mal weg. Au, Arsch. Bis 20.12. So lange noch? Gute Nacht, Big Mac. Schön, dass du da warst. Ich gehe aber jetzt dann auch offline. Muss ja morgen auch noch was tun. Das Problem ist, dass halt genau jetzt wieder irgendwas passiert, weißt du? Wie soll ich jetzt wieder offline gehen? Nervig, ey. Kacke. Immer wenn ich offline gehen will, passiert irgendwas hier drin. Und plötzlich ist es 3 Uhr morgens und ich auch. Was da nur los ist, ist doch die Frage. Der Profil, der war live, ja? Yeah!
kein Problem, so ein Weichei. Das ist eine gute aktuelle Frage, ja. Da hast du, warte mal, hier bin ich doch hergekommen. Da hast du recht mit dieser Frage. Nein, hier bin ich hergekommen. Hä? Sieht alles gleich aus. An. Wäre jetzt natürlich, wenn jetzt zum Abschluss nochmal ihr... Oh, hi. Ich mir einfach den Weg durchschnetzel. Gunst der Erde, rasende Fäuste. Okay, benutze ich die? Eigentlich nicht. Ja, unbedingt. Die Frage ist halt was. Das ist jetzt wirklich die Frage. Jetzt kommt wieder irgend so ein dicker Soldat oder so. Immer. So ein Zwischenboss oder sowas. Siehst du Guts irgendwo? Zeig doch, dass da jetzt was kommt. Er schmeißt jetzt den Turm um, oder was? Ich soll jetzt gegen das Viech kämpfen? Nee. Ohne mich. Wieso? Wieso mag das Viech mich eigentlich nicht? Ich hab gar nichts gemacht! Ich bin so klein, weißt du? Der hat mich nicht mal sehen können. Wieso mag der mich nicht? Ein Eisdrache? Mein Freund, Schaden machen kann ich. Sie gehören dir. Ionenschlag! Himmelschar, oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist mein Headset gleich wieder leer. Fiki. Was? Was ist das? Ja, 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 was macht der? Hau ab! Ah, 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 ah. Bleib in Bewegung, sagt er. Oh, oh. Nochmal, oder? Oh, oh. Sag mal. Wie uncool.
Anschlag! Macht da so einen Scheiß wieder. Was ist das jetzt hier? Aber sag mal, sonst haben es denn irgendwie die Unterhosen klaut in der Schule oder was ist da? Ah! What the fuck? Ich beschieße dich mit Erde! Komm, mach jetzt! Broken, komm! Mach Broken! Und jetzt hauen wir dir auf die Fresse! Schockwelle! Da geht er down, der weiße Drache! Nice gemacht! Oh, super Zocki, feiner Zocki, toller Zocki! Zocklockel! Wupp, wupp. Voll toll gemacht, gut gemacht, feiner Zocki. Hier drüben, Klein. Ja, natürlich, jetzt kommt er erst. Weiß, er hätte ja mal ein paar Minuten früher kommen können, um dem auf die Fresse zu hauen. Aber egal, komm da halt jetzt erst, was soll's. Da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut, verschwinden wir. Gehen jetzt ab. Was jetzt? Ist das der Kern des Kristalls? Was sucht der denn da oben? Ist das Bahamut? Aber Bahamut ist doch nett. Hallo, Luana. Warum macht er das? Wo ist das Loch? Ich finde das Loch nicht. Prinz Deon, was tut ihr? Wir müssen fliehen. Euer Gnaden, ich bitte euch! Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jote. Aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Oh, Phönix kommt. Ifrit ist auch gleich da. Und Shiva ist auch da. Sag ich häufig sowas, ja. Aber das lernst du noch, was das bedeutet. Krass. Ich gehe nur kurz kacken. Daddy! Ich liebe Pimmel!
Was ist denn da gerade passiert eigentlich? Und, wie geht's jetzt weiter? Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwei im Stich lassen? Das mache ich nicht. Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich gebe euch aber nichts umsonst. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke, Götz. Aha. Die Relikte. Schauen wir mal schnell, was er hat. Brauchst du was? Willkommen an Götzbütchen. Er hat sogar einen Amboss dabei. Brauchst du noch was anderes? Darf ich dir was schmieden? Der kann halt einfach unterwegs schmieden. Cooler Typ. Muss man ihm lassen. Soll ich wirklich nichts anderes für dich machen? Nee, was willst du machen? Kannst du mir einen Blowjobben? Puh.